Was geht ab, meine Freunde? Hallo und recht herzlich willkommen hier zu Let's Play Pokémon Gelb mit mir, dem Dash. Ja, wir starten ein neues Abenteuer in die gute alte Kanto-Region, in der guten alten Kanto-Region. Ich würde sagen, wir starten das Ganze hier jetzt einfach mal so nett, wie ich bin. Und ja, wir fangen an mit einem neuen Spiel. Das Ganze ist, ja, ihr könnt mich jetzt auslachen, blind für mich. Ich habe Pokémon Gelb nie gespielt. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Ich werde das Ganze, was er jetzt hier schwafelt, nicht vorlesen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Denn wir alle wissen ja, dass die Welt von Wesen bewohnt wird, die man Pokémon nennt. Ja. Das, was wir hier gerade sehen, ist ein Pikachu. So viel Wissen bringe ich dann doch an den Tag. Und mein Name lautet... Na komm. Ich bin D zum... Moment mal. D-A-S... Ah, so, ich bin der Dash. Nochmal herzlich willkommen für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Und wo kann ich denn mal bestätigen? Hallo? Hier unten, oder? Hier? Ja, richtig, dein Name ist Dash. So, kommen wir zu unserem Rivalen. Das ist nämlich Professor Eis Enkel. Und ich wollte ihn übertrumpfen, er mich. Also kann das eigentlich nur... Das kann jetzt nicht Vogel sein, das ist ein bisschen doof. Das, mein Rivale ist einfach mal Kyrill, ja? Rein aus Instinkt. Er kennt ihn nicht, ist ein guter Freund von mir. Und, so benenne ich ihn jetzt einfach mal. So, Kyrill. Zack, jetzt habe ich einen Rivalen und weiter geht's. Stimmt, es lag mir auf der Zunge. Alter Mann. Dash, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir hiermit offiziell an. Unser Abenteuer beginnt nämlich genau hier zu Hause. So, was haben wir denn hier? Der schaltet den PC ein. Und ich glaube, wir können sogar einen Trank mitnehmen. Das machen wir mal. Zack, zack, komm. Und weiter. Die Musik ist ja herrlich. Und dieses verpixelte Etwas hier ist unsere Mutter. Richtig! Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Na, das ist doch schön. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Gut, wir besuchen den jetzt erstmal. Sofern der zu Hause ist und das Spiel ist ein bisschen hell, ich weiß. Leute, seid mir da jetzt nicht böse. Das gehört so. So, Professor Eich ist hier leider nicht... Und du hast ein Pokéball, kann ich dir mitnehmen? Nee, oder? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Das ist schön. Aber leider bekommen wir erstmal noch kein Pokémon, denn wir müssen hier oben ins wilde Gras laufen. So viel weiß ich auch schon von der Story. Warte, geh nicht raus! Also für alle, die sich jetzt fragen, das spielst du auch blind, aber woher weißt du jetzt das und das? Ich habe Pokémon Feuer Rot gespielt und Pokémon Blattgrün Fuel Edition. Also der zweite ist so ein Pokémon-Hack und halt Pokémon Feuer Rot ist wie Rot und... Ja, wie Pokémon Rot, nur halt ein bisschen modernisiert und spielt aber trotzdem in der Kanto-Region. So, wir haben Pikachu gefangen und ja, Professor Eich. Puh, Mann, bin ich außer Atem. Ha! So, wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. In mein Land der Süßigkeiten. Ja, das ist der gute alte Professor Eich, das ist ein richtig netter Kerl eigentlich, der uns auch gleich unser erstes Pokémon aushändigen wird. Doch da kommt Kyrill. Opa, ich will nicht länger warten. Kyrill, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal, warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen, Dash? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir, nimm es dir ruhig. Halt! Opa! Und was ist mit mir? Habe einen Moment Geduld, Kyrill. Ich gebe dir später eines. So, dann holen wir mal unser erstes Pokémon. Und da kommt schon wieder Kyrill, also... Wow. Hallo, was soll der Quatsch? Nein! Dash, ich will dieses Pokémon! Kyrill schnappt sich das Pokémon. Oh Gott. Kyrill, was soll das? Bitte, Opa! Ich möchte dieses Pokémon. Aber... Okay, behalte dieses Pokémon, es ist eins. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Dash kommt zu mir herüber. So, da Kyrill jetzt dreckig unser Pokémon genommen hat,
Weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch eins bekommen. Dash! Ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir, allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Dash erhält Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitzname geben? Wenn ich mal überlege, nee. So. Pikachu und ich, wir sind beste Freunde und Kyurel, du bist scheiße, du hast mir ein Pokémon geklaut. Warte, Dash! Lass uns unsere Pokémon testen! Komm schon, ich fordere dich heraus! Okay, und nun beginnt unser erster offizieller Pokémon-Kampf. Dim, 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 dim. Kyurel möchte kämpfen! Kyurel setzt Evoli ein! So, ich denke, das sollten wir mit Pikachu dann auch relativ gut hinbekommen. Ein Donnerschock hier, ein Donnerschock da, dann war's das mit Evoli. Zack! Wir machen nämlich schon mal einen schönen Damage. Gegnerisches Evoli benutzt Routenschlag, das bringt ihm jetzt auch nicht sehr viel. Denn ich würde mal sagen, Donnerschock Nummer 2. Und gleich hat sich die Sache gegessen. Oh, 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 der Tackle tut weh. Oh, verdammt, Pikachu, komm schon. Pikachu, bitte! Nein, nein! Oh, oh, das war knapp. Oh, zum Glück ist Evoli paralysiert und... Winning! Pikachu und ich haben gewonnen. Tja, das war's mit Evoli und Kyurel. Du hast deinen ersten Kampf erfolgreich verloren. Pikachu lernt Routenschlag, sehr gut. Und Dash besiegt Kyurel. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Dash gewinnt 175 Pokédollar. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Opa, Dash, wir sehen uns später. So, Kyurel kann jetzt mal weggehen, der kann erstmal ordentlich trainieren. Wie bitte? Schau dir das an! Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokebälle. Es muss dich so begleiten, dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Pikachu, magst du mich? Naja, es hört sich ja nicht sehr beeindruckend an. Aber egal, wir gehen mal weiter. Und, ich würde sagen, red nochmal mit Mutti. Denn ich gehe jetzt auf mein großes Abenteuer. Mutti! Dash, wenn du zu hart zu deinen Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Oh Gott. Diese zwei Sätze hatten zusammen so viel Sinn, ja, also... Puh, wir gehen jetzt mal weiter. Und dann schauen wir mal, wen haben wir hier? Das ist, glaube ich, das Haus von Kyurel. Mal schauen, was wir hier machen können. Hallöchen, wer bist denn du? Hallo, Dash. Kyurel wartet in Opas Labor. Hä? Der wartet da? Ich dachte... Moment mal. Was machst du in Op... Was machst du in... Kyurel? Hä, er ist hier doch gar nicht mehr. Naja, okay, egal. Dann machen wir uns munter auf den Weg. Und, wir müssen erstmal hier durchs wilde Gras, ja, und wupp, da ändert sich auch schon die Farbe des Spiels in ein leichtes, naja, schönes Grün, wie, also, ich find's nicht zu grell, ich find's eher so, naja, ist ganz schick, ne? Und da haben wir ein wildes Taubsi, das erste Pokémon, was mir begegnet, halt, nach Pikachu. Wir setzen mal Donnerschock ein und ich denke, das Taubsi sollte One-Hit sein, ja. Taubsi besiegt, die Attacke ist nämlich sehr effektiv und Pikachu erhält EP. So, hallo, wer bist du? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vetania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. So, wir halten jetzt erstmal einen Trank. Sehr schön. So, und dann gehen wir weiter. Denn genau dort möchte ich jetzt auch nochmal schnell hinlaufen. Nach Vetania City. Ich mache mich auf den Weg nach Vetania City. Das ist nämlich hier oben gleich. So, wer bist du? Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Na, das ist doch eine schöne Info. Und da begegnet uns ein weiteres Pokémon. Und schon wieder ist es ein Taubsi. Ich glaube, das ist die Mutter, die sich rächen will, dass wir ihre Tochter umgebracht haben. Oh! Ah, Pokémon umgebracht, das würde ich jetzt so nicht sagen, ja. Die knocken sich ja viel mehr aus. Also, man kann Pokémon ja heilen, wenn sie besiegt sind. Sie sind dann ja nicht für immer weg. So. So, jetzt muss ich mal hier schauen, gibt's hier irgendwie was Besonderes? Ich springe meine Stufen runter. Nein, gibt's nicht. Denn ich möchte möglichst viel erkunden, sofern das möglich ist.
Ich weiß, Leute, ich weiß, ich habe bisher viele, viele Pokémon-Spiele versemmelt, aber bei Pokémon Gelb möchte ich es nicht so machen, weil ich habe es wirklich noch nie gespielt. Ich will mal wissen, wie dieses Gefühl ist, einfach mit Pikachu als erstes Pokémon durch diese Welt zu gehen. Und hier oben gab es ein Item, sofern ich das noch weiß. Ich muss mal schauen, was gab's hier? Na? Hier war doch irgendwie... Moment mal, Dash findet Trank. Juhu! Das Item war zwar gar nicht zu sehen, aber das hält mich doch nicht daran. Also, das hält mich doch nicht auf. Ich finde es einfach trotzdem. Aha! So, und wir sind hier auf irgendeiner Route. Auf jeden Fall kämpfen wir ein bisschen gegen... Na komm, wilde Pokémon, bevor wir weitermachen. So, wen haben wir denn hier? Das ist ein Nidoran. Weiblich, das Ganze. Moment mal, blau? Ist das... das Zeichen ist weib... Ja, sollte weiblich sein. Ja, ist auch weiblich. Nicht, dass ich hier jetzt wieder was Falsches erzähle. Und Nidoran auf Level 2 reagiert natürlich anders auf unseren Donnerschock als Taubsi auf Level 3. Weil Taubsi, naja, da sind Elektroattacken sehr effektiv, bei Nidoran eher nicht so. So, jetzt gehen wir hier oben hin. Ich glaube, hier war auch irgendwie ein Item. Kann das sein? Ich guck mal ganz kurz, schnell hier. So, das war's. Hier gibt's keins. Und wir laufen weiter. So, hier ist nochmal wildes Gras und ein bisschen schönes Wasser. Ja, das ist eigentlich ganz schick gemacht. Also, ich glaube auch damals, die Leute mit einem Gameboy haben sich sehr an diesem Spiel erfreut. Ich hatte leider keinen. Ja, und deswegen spiele ich es jetzt auf einem Emulator. Auf meinem PC. Mal schauen, ob ich den Emulator in die Beschreibung packe. Muss ich mal schauen. Dann könnt ihr das Spiel von mir aus auch gerne selber spielen, könnt ihr alles mitmachen. Ich stelle euch da die Links gerne zur Verfügung. Auch wenn ihr mich fragt, dann erkläre ich euch, wie ich das gemacht habe. Und ja, ganz einfach. So, das Nidoran hier soll mir jetzt nicht auf den Senkel gehen, sondern das besiege ich mal eben ganz schnell, locker flockig. So, Nidoran wurde besiegt, Pikachu hält EP. Und ich würde sagen, für den Anfang... sichere ich erstmal meinen Spielstand. Ganze 9 Minuten habe ich gespielt. Haha, aber ich wette, ich habe über 10 Minuten gelabert. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder hier bei Let's Play Pokémon Gelb. Und ja, bis dahin. Tschö, tschö.